Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar haben wir heute wieder das Spiel Hospitality, dem Browser Game. Ich habe euch ja gesagt, ich mache so eine Anfänger-Tipps-Runde-Folge, wie ihr immer das auch nennen wollt. Und ja, ich wollte so ein paar Anfänger-Tipps mit euch teilen, die ich halt, was ich falsch gemacht habe, was ihr vielleicht besser machen solltet am Anfang. Auf dieses Video hat mich die Dani gebracht, auf die Idee, weil sie sich halt gewundert hat letztes Mal, dass ich, ja, ich bin halt noch nicht so weit. Ich habe mittlerweile erst Stufe 36 und dass ich aber schon ein paar gute Pferde mit viel Very Good im Stall stehen habe. Und sie meinte nur so, das hat sie am Anfang nicht geschafft. Und ja, deswegen wollte ich euch halt so ein paar Tipps geben, wie ich das mache. Und ich fange auch gleich an mit dem ersten Tipp. Hier einmal in die Riding School mit reingehen und hier mit euch euer Geld verdienen. Ich habe mittlerweile diesen Button dazu bekommen und ja, immer fleißig hier mit reinklicken, dass ihr halt Geld verdient. Und ich mache auch viel nebenbei am Handy. Also es ist wirklich, die arbeiten mittlerweile auch viel daran, dass sie die Version fürs Handy besser machen. Kam jetzt nochmal ein Update dazu, dass sie es auch besser machen wollen oder besser gemacht haben. Es ist ein bisschen handlicher geworden. Und ja, genau. Dass ihr viel, wenn ihr Zeit habt, viel mit damit macht. Und ich habe am Anfang, meine ersten Pferde habe ich hier aus der Foundation gekauft. Das ist einmal das hier, könnt ihr euch Pferde für kaufen. Würde ich euch aber von abraten, weil ihr habt einfach... Ja, ihr könnt euch die Werte nicht komplett angucken. Ihr könnt euch halt die Fohlen angucken, was ihr für eine Rasse machen wollt. Solltet ihr euch überlegen, was für eine Rasse ihr haben wollt. Und ja, könnt dann dementsprechend gucken, wo ihr euren Schwerpunkt halt drauf haben wollt. Ich habe es dann so gemacht, dass ich dann, oder würde es so machen, wenn ich nochmal neu anfangen würde, dass ich halt hier mir eine Rasse aussuche. Nehmen wir jetzt einfach mal hier die hier. Und Geschlecht ist ja egal. Dann machen wir noch Erwachsenenalter. Ne? Hier könnt ihr Geschlecht mit eingeben. Und halt hier nochmal die Disziplin. Da solltet ihr euch auch Gedanken drüber machen, was für eine Disziplin ihr haben wollt als Schwerpunkt. Und dann geht ihr auf Suchen und dann könnt ihr euch hier die Pferde angucken. Ihr könnt sie hier anklicken. Na, dann hier könnt ihr euch einmal angucken, wie die Abstammung ist. Ja, dann könnt ihr euch die Ausbildung angucken, wofür er halt, für welchen Sport er genommen wird, wie weit er schon trainiert ist und wie die Genetik ist bei ihm. Also da kann ich euch vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, wenn ihr das möchtet. Da habe ich nämlich Riesenprobleme mit gehabt, hier das zu lesen, also zu kapieren, wie, wo, was funktioniert. Ich habe mir, glaube ich, von der Sandy, ich glaube, 3 oder 4 Mal das Video angeguckt, bis ich dann einigermaßen gerafft habe, wie die Farbvererbung ansatzweise funktioniert. Wenn ihr das haben möchtet, dass ich euch das nochmal erkläre, oder ich kann es versuchen, euch zu erklären, schreibt es mir gerne in die Kommentare mit rein, dann würde ich mich da auch nochmal komplett mit reinlesen und dann würde ich das auch nochmal aufnehmen. Aber na, hier könnt ihr halt gucken, was für eine Farbgenetik er hat. Hier könnt ihr gucken, wie seine Allgemeinwerte sind, wie er so von der Beschleunigung, Beweglichkeit her ist, vom Sprint her, von der Ausdauer und was für ein GP er hat oder was die Pferde halt haben. Dann würde ich hier immer das euch auch raten, hier ein bisschen immer zu lesen, weil dann könnt ihr hier zwischen den Zeilen immer so ein bisschen lesen. Gerade wenn ihr hier mehrere Sachen halt habt, für Dressur, für Springen und, könnt ihr euch dann nochmal entscheiden, ja, wofür ihr das Pferd halt einsetzen wollt, ne? Weil ihr könnt hier zwischen den Zeilen, könnt ihr lesen, ob das hier zum Beispiel, ob das ein gutes Gut ist oder ein schlechtes Gut, weil das spielt hinterher auch eine Rolle bei der Vererbung. Mit den Very Goods das gleiche, mit den Average ist es das gleiche. Das könnt ihr dann halt alles auf dem Markt machen.
Ne, denn, also ihr könnt euch einmal hier komplett die Pferde angucken. Wir können auch hier, was nehmen wir denn hier, die vielleicht noch. Ne, dann seht ihr einmal schon einmal die Rassen. Und ihr solltet euch überlegen, welche Rasse ich züchten will. Also was wollt ihr erreichen? Sollt ihr euch auch Gedanken mitmachen? Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei der Dani habe ich die Rasse gesehen, habe mich halt wirklich in die Kladruber verliebt. Ne, das ist halt wirklich, okay, das sind jetzt Knappstrupper, so rum. Ich wollte aber die Kladruber haben. So, genau. In die Rasse habe ich mich halt verliebt. Ich habe die Pferde gesehen, ich fand die Bewegung, ich fand das Bild hier total toll und wusste für mich, das ist meine Rasse, die werde ich mir züchten. Bei mir ist es halt so, dass die sehr einfarbig sind, deswegen habe ich noch die Trakehner mit da reingenommen, einfach weil ich für mich gesagt habe, ich möchte auch ein bisschen was Buntes mit dabei haben. Und hier bei den Trakehnern habt ihr einmal hier solche Farben mit dabei, dann viele gescheckte und alles. Also ich wollte so ein bisschen auch eine Rasse haben, die nicht so einfarbig ist, die auch so ein bisschen bunt ist. Ne? Also wenn ihr auch bestimmte Rassen spezialisieren wollt, könnt ihr hier immer gucken. Und ja, ich sehe hier gerade schon wieder, das wäre jetzt eigentlich schon wieder ein Pferd für mich. Aber die sind sehr teuer, also 10.000 für die beiden. Ich glaube, die sind noch nicht mal gut gewesen. Ja, wobei zweimal Very Good, 10 Good scheint auch gar nicht so schlecht zu sein. Oh, weil jetzt komme ich schon wieder in Versuchung, hier was zu kaufen. Ja. Ja, das ist halt so mit den Trakehnern, wird mein Schwerpunkt halt auch auf die beiden Farben fallen, auf das Cream und ja, wahrscheinlich auch Tobiano. Aber das ist echt ganz schön knifflig. Also Tobiano ist jetzt nicht so knifflig, aber dieses Cream, dass die so, ich sag mal so goldig alle aussehen, das ist echt schon knifflig. So, das ist jetzt das Fohlen, das hat 12-mal gut, aber das ist von den Werten her. Das hat ein Doppelcream. Oh, das ist so gemein. Aber gut, naja. Also wie gesagt, da könnt ihr euch auch dran orientieren. Mit den Pferden. Dann, was als nächstes? Genau. Ihr solltet überlegen, wofür will ich mein Geld halt anlegen. Ne? Also das ist, ihr könnt auch sparen. Ich habe, glaube ich, zu Anfang, ich weiß nicht mehr, wie viel ihr kriegt, habe ich halt gesagt, ich spare das. Also ich habe einen Teil hier auf mein Sparbuch gepackt und das hier ist halt mein laufendes. Also das hier. Und im Hintergrund meckert meine Katze, das müsst ihr jetzt einfach mal ignorieren. Weil die hier rein will ins Büro und ich habe die Tür zu. Deswegen meckert sie. Jetzt meckert sie. Genau, deswegen. Also das ist euer, was ihr ausgeben könnt, wie ihr wollt. Und das müsst ihr wieder euch, ja, entweder anzahlen, also mit auf Sparbuch packen. Oder ihr für größere Anschaffungen könnt ihr euch das halt, ja, wieder umbuchen. Dass ihr dann halt irgendwas bezahlen könnt. Genau, das ist einmal das, dass ihr halt auch so ein bisschen spart und nicht sofort Pferde kaufen. Ihr habt am Anfang 25 Boxen frei. Die solltet ihr euch sinnvoll einteilen. Bei mir ist es jetzt halt so, das kann ich euch auch einmal zeigen. Ich bin mittlerweile voll. Also es ist wirklich, ich habe momentan 25 Pferde, ich habe ein Fohlen, ein weiteres Fohlen wird jetzt die nächsten Tage geboren. Ja, ich habe ja auch Pferde in dem Verkauf, wenn ihr sie gerne haben möchtet, könnt ihr sie gerne kaufen. Aber ich brauche wieder Platz, weil ich noch ein bisschen sparen will, um Boxen zu kaufen. Ihr könnt auch nämlich auch Boxen kaufen. Die kosten $5.000 erstmal. Das sind, glaube ich,
25 Boxen, die ihr noch dazu kaufen könnt. Ich habe jetzt zwei dazu gekauft. Und danach müsst ihr die mit Delta Points bezahlen. Damit ihr insgesamt, ich glaube, 200 Boxen könnt ihr euch insgesamt kaufen. Und ja, ne, aber wie gesagt, den Rest müsst ihr euch dann mit Delta Points kaufen. Und ja, habt dann halt einmal wieder Boxen dann dazu. Genau, was war das noch? Genau, Pferde kaufen. Hier könnt ihr dann nochmal Ausrüstung kaufen für die Pferde. Da hier zum Beispiel Springreiten, könnt ihr hier immer die Erstausrüstung mit kaufen. Später könnt ihr dann mehr Geld für ausgeben, wenn ihr dann halt, ja, ihr kriegt halt, ich glaube, mehr Punkte bei den Wettbewerben. Mit den Wettbewerben könnt ihr auch Geld verdienen, deswegen würde ich euch auch empfehlen, erwachsene Pferde zu kaufen, dass ihr halt ja, an Wettbewerben teilnehmen könnt. Und ja, war es das? Genau, ich zeige euch noch oder einmal den Neuzugang. Und zwar der kleine Bub, der wurde gestern geboren. Das ist einmal der Levi, den habe ich so getauft. Ob ich ihn behalte, weiß ich noch nicht. So schlecht ist er nicht von den Werten her. Also er hat dreimal Very Good. Dafür, dass die Mutter nur ein Very Good hat, hat er von seinem Papa, der sechsmal Very Good hat, hat er zwei noch mit dazu bekommen. Bin ich ganz glücklich mit und genau, ne, das ist halt noch so eine Farbmitscheckung, die ich sage, möchte ich mit züchten mit Schwerpunkt und genau, züchten. Sage ich euch noch einmal ganz kurz was zu und zwar zeige ich euch das auch einmal mit meinen Pferden, mit den Decksprung. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, dass mit ihm hier die letzten zwei Tage wurde gezüchtet. Habe ich mich mega drüber gefreut und ja, ich für mich habe auch beschlossen, ich zeige es euch auch nochmal. Ihr könnt hier das einmal mit eintragen, was ihr haben wollt fürs Züchten. Ich hole euch das auch mal ein bisschen ran, damit ihr das einmal kurz besser sehen könnt. Also könnt ihr euch einmal hier den Preis mit aushandeln, was ihr halt haben wollt. Und ich habe jetzt gesagt, ich möchte für ihn 800 Horse Credits haben, weil ich einfach ganz oft am Anfang auch das Problem hatte, dass die Deckhengste sehr teuer sind. Also es ist wirklich, wo ich denke so, uff, das ist schon eine Hausnummer. Und er hat dreimal Very Good, ich könnte durchaus mehr für ihn verlangen. Aber ich habe für mich beschlossen, das mache ich nicht. Das mache ich erst, also wo ich sage, da nehme ich mehr für, wenn die 5 Very Good und aufwärts haben, nehme ich da mehr für. Das wird dann wahrscheinlich so 1500 sein für einen Decksprung. Aber sonst nehme ich halt unter 1000, weil es ist wirklich, gerade wenn man eine bestimmte Rasse sucht oder eine Farbe, es ist gerade wie mit dem, ich sag mal, mit dem Cream, was ich ja als Schwerpunkt züchten will, es ist so unfassbar schwierig, einen guten Hengst zu haben oder zu finden, der nicht gefühlte 10.000 nur für den Decksprung kostet, wo ihr euch an den Kopf packt und denkt, Alter, der hat vielleicht einen Very Good und der 5-mal Average mit dabei, warum soll ich da 8.000 bis 10.000 für den Decksprung mit ausgeben? Aber jeden das sein. Ich werde das für meine Hengste nicht anbieten, weil ich halt möchte, dass mit denen gezüchtet wird, dass halt auch, ich sag mal, die Anfänger die Chance dazu haben, mit denen zu züchten. Und deswegen werden die nicht teuer angeboten. So, als allerletztes und damit beende ich dann auch das Video. Ich habe einmal die Nora dazu gekauft als Neuling. Das ist einmal sie hier. Und dann habe ich noch einmal die Hidden mit dazu gekauft. Oder Heiden? Hidden? Heiden? Nee, Hidden wird es, glaube ich, im Englischen so ausgesprochen. Die habe ich auch für wenig Geld gekauft. Und Leute, schaut mal. Sie ist ein Doppel-CR, ein Doppel-Cream. Ich bin ausgerastet und hat ein gutes GP. Also das, ich bin ausgerastet deswegen und deswegen habe ich sie sofort gekauft, ohne mit der Wimper zu zucken.
Und dann habe ich von der Maylin, wurde ich noch angeschrieben, ob ich Pferde von ihr kaufen wollte. Und da habe ich jetzt, wo ist sie, wo ist sie? Habe ich die Wyomi gekauft. Die passt auch sehr gut von der Schreckung her in meine Zucht mit rein. Sie hat fünfmal Very Good. Und da konnte ich auch nicht sagen, kaufe ich nicht, kaufe ich nicht. Und deswegen, ich habe sie gekauft und bin mega glücklich. Wird auch bald erwachsen. Und ja, das sind so meine Tipps für euch als Anfänger, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am Anfang so alles falsch gemacht habt. Helft euch ein bisschen gegenseitig in den Kommentaren. Und ja, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag bis dahin und ich sage, macht's gut. Tschüss.